Mach, mach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Heute mal wieder mit dem Big Mac. Hallöchen, hallöchen. Und wie in der letzten Folge haben wir heute immer noch einen Gast dabei, den Game Hammer. Hallo. Und wir sind heute immer noch auf dem Weg von Nürnberg aus nach Dover. Beziehungsweise ich bin nach Dover, ihr seid woanders in London oder? Ich fahre nach London. Felix. Genau. Wir hatten jetzt geplant, wir wollten mal ein Thema ansprechen, Thema Syrien, was da so zeitlos ist. Ja, genau. Gamer, du weißt bestimmt viel mehr als ich, deswegen würde ich mal sagen, dass du mal anfängst. Ja, also wer die Nachrichten verfolgt, weiß sicher, dass in Syrien im Moment einiges los ist. Zum einen gibt es da die den Islamischen Staat, das ist eine Terrorgruppe. Und die will das Regime stürzen. Und auf der anderen Seite steht halt das Regime mit den Kurden. Und die bekriegen sich halt in Syrien schon eine ganze Weile. Und gestern oder vorgestern haben die Guten quasi die Kurden wieder eine Stadt eingenommen, die aber quasi nicht mehr existiert, weil sie ziemlich kaputt ist. Und es ist aber immer ein Vor und Zurück und bis jetzt weiß aber noch niemand, wie es ausgehen soll. Aber die Kurden werden von den Vereinten Nationen, glaube ich, so ein bisschen unterstützt. Und der Islamische Staat steht, glaube ich, alleine da, aber die haben trotzdem ziemlich viele Waffen. Aber wo die her haben, weiß ich auch nicht. Okay. Ja. Ist irre, was da abgeht zurzeit. Ja. Chris, weißt du noch irgendwas dazu? Ja, da gibt's die eine Stadt, glaube ich, die du ansprechen wolltest, Kobani. Genau, genau. Ich hab's auch gestern ein bisschen in den Nachrichten gesehen. Die ist halt, schaut von Weitem her nicht so zerstört aus. Aber wenn man Bilder von näher, halt von den Straßen und so sieht, dann ist es schon sehr zerstört worden. Echt? Okay. Ja. Da ziehen ja jetzt die ganzen Bewohner wieder langsam Richtung Kobani, weil ja die Kurden jetzt den IS. Ja, Mordstation wollte ich schon mal sagen. Und ich denke, dass es gar nicht mehr so uninteressant für uns ist, weil viele denken bestimmt, dass es halt da unten so ist, aber mittlerweile hat es uns, glaube ich, auch erreicht, wie man in Paris sieht. Mit dem Anschlag, weil die ganzen Typen, die da waren, waren ja, glaube ich, angeblicherweise bei der Ausbildung beim Islamischen Staat oder bei so einer Terrorgruppe da unten. Okay. Tragen das jetzt mit hier hoch, weshalb wir uns langsam aber sicher schon darum kümmern sollten. Und so sicher sind wir auch nicht mehr. Ich denke auch so Großveranstaltungen wie zum Beispiel das Oktoberfest oder auch Fasching, was jetzt bald kommt. Ja. Oh, ich stecke fest. Nein, oder? Hinten anschieben. Ja, mach mal. Na. Okay. Ja, eine andere Frage. Hast du irgendwas von London? Hör ich, hab ich auch nichts mehr. Oder nicht London, von Paris. Kommt da überhaupt noch was? Wie ist denn der letzte Stand gewesen? Wisst da jemand was? Weil ich weiß es gar nicht mehr. Ja, also, die haben ja die Täter festgenommen und auch noch ein paar andere. Okay. Die in einem Supermarkt, glaube ich, auch eine Geiselnahme hatten die da gemacht. Alter, ich steck richtig fest. Also ich komm gar nicht mehr raus. Richtig aus. Okay. Richtig, rückwärts fahren musst du mal versuchen. Naja. Aber irgendwie steckt die Stange von meinem Anhänger in der Leitbank von. Oh, ne, echt. Ja, oder was ist denn die nächste Stadt? Warte, ich stehe auf dem Rastplatz gleich. An der Mautstation. Metz, ja, dann gut, dann lasse ich mich, glaube ich, nach Metz bringen. Okay. Ja. Gut.
Ja, genau, und dann, das war halt in Frankreich dann das Problem. Und so langsam war es ja auch dann irgendwie, keine Ahnung, in Dresden, wo ich herkomme, war ja auch die Pegida-Bewegung, oder ist immer noch, die flacht ja jetzt so langsam wieder ab, glaube ich. Ja. Und da gab es ja auch eine Terrordrohung gegen den Anführer der Pegida. Okay. Das war der Hauptbahnhof, und da wohne ich gleich daneben, auch eine Weile lang, glaube ich, gesperrt. Okay. Und ja, deswegen glaube ich, dass man sich so langsam damit beschäftigen sollte, weil so weit weg ist das Problem nicht mehr von uns. Und irgendein Polizeisprecher sagte auch, sich vor dem Terrorismus zu schützen, ist fast unmöglich, da die Menschen, die das machen, genauso aussehen wie wir. Und daneben stand halt ein Zitat von, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt was Falsches sage, tut es mir leid. Aber es war, glaube ich, Gandhi, der sagte, warum wir sowas tun, wo wir doch alle der gleichen Art angehören, also Menschen. Hallo, wer ist jetzt gerade gekommen? Hallo? Ich immer so undeutlich, dass ich mich nicht verstehe. Gut. Hallo, Tobi! Du bist gerade bei uns in der Aufnahme reingekommen. Oh. Macht nix, du kannst Hallo sagen, du kannst dich ja mal vorstellen. Ach, guck mal, ich bin der Tobi und... Ja. Gut. Tobi? Ja. Kannst du uns mal runtermoven, bitte? Kann ich machen. Hier bei uns in den Raum, aber runter hier nur. Weil wir haben Public Pass, das mal... Gut, danke. Macht nix. Das ist... Ach, komm. Du darfst rein, du bist bei uns. Ja, ich hab damit kein Problem. Gut, danke. Move euch da rein, oder? Ja, move uns bitte runter. So, weiter abfahren. Nein, ich muss jetzt hier runter. Gut. Hättest die zweite abfahren sollen, wir können aber auch hier warten. Nein, ich fahr jetzt hier runter. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Mal laut Navi zeigt er mir hier an. Ja, wir hätten erst die zweite, dass wir nach Metz reinkommen. Na, ich fahr jetzt hier vorne Rastplatz. Ja. Gut. Weil sind wir wieder blöd, wir sind nicht in den Aufnahme-Channel gegangen. Ach, scheiß drauf. Egal. Steht an dieser Tankstelle nach... Metz, Richtung Luxemburg hoch, stehe ich jetzt. Genau, da komme ich zu der Tankstelle, ist okay. Da bin ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, was Chris jetzt ist. Ja, ich komme auch kurz. Ja, Leute, man hat jetzt mal gerade gesehen, dass wir auch mal... Es gab einen kleinen... Genau, es gab einen Besuch von einem guten Freund. Ja, der nicht wusste, dass wir in Aufnahme sind, kann ja passieren. Aber freundlicherweise moved er uns mal, hat er uns jetzt runtergemoved. Da haben wir richtig Sinn im Raum. Ist ja kein Problem. Daran sieht man aber, dass wir nicht so eine übermäßigen Profis sind, sondern noch in der Aufwärmphase sind. Das ist egal. Ja. Weil eigentlich hätte man runtergehen müssen, aber... Uns ist jetzt egal. So, soll ich gleich durchfahren? Ja, fahrt durch. Wir fahren, genau. Kommst du? Oder wann kommst du? Ja, ich bin... fahr jetzt gerade vorbei. Hallo. Marco, kurz bin ich still, weil ich meine Bananen nicht ausgedrückt habe. Okay. Ja, noch irgendwas, was zu Thema Syrien? Ja, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Wie findet ihr das? Fragen wir mal so rum, will ich jetzt fragen. Wie findest du das Game Hammer? Ja, keine Ahnung. Natürlich schlimm. Besonders schlimm, dass die ihre Probleme quasi zu uns tragen und halt die Pressefreiheit oder die Meinungsfreiheit so derart angreifen, wie es in Paris geschehen ist, auf das Satire-Magazin. Okay. Satire, für die, die es nicht wissen, ist sowas wie ein Scherzbild, quasi ein K-
Karikatur, nur auch als Schrift kann man das nehmen. Auch mit Bildern. Und was die gemacht haben, die haben halt so ein bisschen, soll ich sagen, den Islam oder halt so ein bisschen witzig dargestellt. Und das fanden, glaube ich, die Typen, die dir da angegriffen haben, nicht ganz so lustig. Aber dass man gleich zu derartigen Mitteln greifen muss, finde ich nicht ganz okay. Oder, was heißt nicht ganz okay, ist schrecklich. Ah, ich muss nach links. Oh, sorry. Okay. Nee, ist doch kein Problem. Ich bin noch hinter dir, Chris, dann kannst du alles machen. Ja, Chris, wie siehst du das? Ich finde es natürlich genauso nicht in Ordnung, weil... Warte mal kurz, ihr vorbeigefahren seid. Weil... Problem. Ja, jetzt komme ich mal zu Wort. Ich finde es natürlich genauso nicht in Ordnung, weil es gibt die Meinungsfreiheit und nur weil jetzt Götter von Islam oder dem Gott von Islam da ein bisschen Karikatur dargestellt wird, sollte man nicht gleich Menschen angreifen. Oh. Das heißt, so Attentats veranstalten. Also wie ich das, ja, bis auf kann ich weiter, oder? Lass mich nur kurz was sagen. Ich finde das jetzt also im Endeffekt nicht in Ordnung, weil selbst wenn jetzt an einem Attentat 100 Menschen sterben, dann wird es im Gegenteil, wird es nicht aufhören, dann wird es noch mehr solche Karikaturen geben. Ja. Ja, das hat man ja auch gesehen, also die Satire-Zeitschrift, die da angegriffen wurde, die hat dann, ich glaube, eine Woche oder 3 Tage danach sogar schon die nächste Ausgabe rausgebracht, die öfter verkauft wurde als alle anderen und haben auch Unterstützungsgelder bekommen, weil ihre Redaktion da in Paris, das war ja nur noch ein Krater quasi. Was ist du da gerade? Nein! Fahren wir hier auf, fahren wir durch? Gerne. Ja, wir fahren durch. Gut. Wir bloß einen Parkplatz. ja, wie ich das finde. Ich finde das ja auch wirklich extrem, was da unten abgeht. Nur weil, ja, wie ich es auch gelesen habe, dass die Kinder wollen sie ja mit in den Krieg schicken. Die Kinder, die werden ja ausgebildet oder kriegen, glaube 14 Tage Lehrgang oder wie man das nennen soll. Und dann kriegen sie die Waffe in die Hand gedrückt und sollen losgehen. Ja, Kanonenfutter. Und dann ist es... Das haben ja auch früher, also bestes Beispiel eigentlich, die Nazis früher, die haben ja in den Tagen kurz vor der Kapitulation dann in Berlin noch ihre Kinder verheizt. Ja. Nur damit sie irgendwas dem Feind entgegenwerfen. Das war im Zweiten Weltkrieg, genau. Ja, genau. Und was in dem zu dem Zeitpunkt schon völlig sinnlos war, sogar wie man in dem Film Der Untergang, Film über die letzten Tage im Bunker von Hitler, sehen kann, da haben die noch die Leute aufgehängt und gerichtet, die dann am Ende gesagt haben, dass es nichts mehr bringt zu kämpfen oder die einfach gegen die Sache von Hitler waren. Die haben die noch gerichtet, obwohl es total unnötig war. Ja, genau. Das ist es ja. Na, wenn du den Film, ja, den kenne ich auch, den habe ich wirklich auch schon gesehen, 2-mal habe ich mir angeguckt. Ja, wir haben ihn letztens erst in Geschichte geguckt. Okay. Na, ich finde den wirklich... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Schön ist er nicht. Ich finde den... Schlimm ist er. Und er stellt es aber ausgezeichnet dar, wie es... Genau. Weil... weil man muss auch sehen, was man jetzt sagt. Weil man kann jetzt... Das ist das Schlimme bei uns. Und da es alles deutsche Schauspieler war, denke ich, dass es zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz... leicht war für die Schauspieler, die Rolle reinzuschlüpfen, weil die sind ja teilweise in die Rollen von wirklich bösen, schlimmen Menschen reingegangen. Ja, genau. Die mussten sich ja auch verhalten wie die. Und ich glaube, da denkt man schon irgendwie in den Pausen dann auch besser darüber nach, was man da eigentlich verkörpert. Genau. Das ist es ja, weil man muss wirklich überlegen, was man sagt bei sowas. Man kauft jetzt wirklich, ich will es manchmal...
will ich nicht so hinstellen. Nein, es ist wirklich nicht so. Der Film für die Schauspieler ist anstrengend. Ich würde es nicht machen wollen, als Schauspieler in so eine Rolle zu schlüpfen. Will ich wirklich nicht. Ja. So, da klingelt der Timer. Bin ich jetzt dran. Also, das war's dann für diese Folge. Wenn euch die Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Abo könnt ihr immer gerne da lassen. Und dann war's das meinerseits. Servus. Ja, von mir auch. Dasselbe noch einmal. Lasst einen Daumen da, abonniert einen Kommentar, bitte mal. Ja, von mir auch. Wiedersehen. Von mir auch und schaut euch das nächste Video an. Und Wiedersehen. Tschüss.